Moin Moin, wie ihr in dieser Einblendung unschwer erkennt, ist der Gruppenkampf in Destiny 2 zurück. Folglich geht es in diesem Video um ein Update zu den Gruppenkämpfen, denn ein paar Dinge haben sich, besonders bei den Token, gegenüber dem ersten Gruppenkampf geändert. Darauf komme ich gleich nochmal zurück. Für PC-Spieler ist es zugleich das erste Mal, dass sie einer Fraktion die Treue schwören können. Darum seht ihr hier auf der Karte nochmal eingeblendet, wo ihr die Fraktionsvertreter von der neuen Monarchie, dem Kriegskult der Zukunft und dem toten Orbit im Turm findet. Außerdem seht ihr oben eingeblendet den Link zum ersten Fraktionsvideo, in dem ihr noch mehr über den Gruppenwettkampf erfahren könnt. Zum Auftakt dieses zweiten Gruppenkampfs sind alle Fraktionszugehörigkeiten aufgelöst. Ihr könnt nun also völlig frei der Gruppe eurer Wahl die Treue schwören, also auch einer anderen als beim ersten Gruppenkampf. Das beantwortet zugleich die oft gestellte Frage, wie man seine Gruppenzugehörigkeit wechseln kann. Es passiert automatisch zum Gruppenreset. Bedenkt aber, dass der Schwur euch bis zum nächsten Fraktionswettkampf bindet und ihr bis dahin nicht wieder wechseln könnt. Eine Entscheidungshilfe ist zunächst die Gewinnangabe, also die Belohnungswaffe, die Mitglieder der siegreichen Fraktion zu einem stark reduzierten Preis kaufen können. Diesmal hat die neue Monarchie ein Schwert, der Kriegskult der Zukunft ein Fusionsgewehr und der tote Orbit ein Granatwerfer im Angebot. Die drei Waffen seht ihr im Detail hier eingeblendet. Eine weitere Entscheidungshilfe ist das Angebot an Waffen, Shadern und Klamotten. Dieses Angebot entspricht weitgehend dem ersten Gruppenkampf, was fair ist für PC-Spieler, die hier zum ersten Mal mitmachen können. Fahrt ihr mit dem Zeiger über das leere Engramm einer Fraktion, seht ihr eine Vorschau möglicher Belohnungen, wenn ihr einen Engramm einlöst. Diese Engramme erhaltet ihr im Tausch gegen Token. Wie gehabt, bekommt ihr nach dem Treueschwur für die Fraktion eurer Wahl Gruppentoken für praktisch alles, was ihr in Destiny 2 so macht, also für Strikes, öffentliche Events aus Kisten in verlorenen Sektoren, PvP-Matches und so weiter. Die Zahl der Token, die ihr abstauben könnt, hat sich gegenüber dem ersten Gruppenkampf aber etwas geändert. Strike-Belohnungen wurden aufgewertet, ihr bekommt nun 5 bis 9 Token für einen normalen Strike sowie 10 bis 18 für den ersten Dämmerungsstrike, den ihr mit eurem Charakter abschließt. Öffentliche Events werfen nun etwas weniger ab. Normale Events geben 4, heroische öffentliche Events 5 Token. Für zerstörte Feindressourcen gibt es keine Token mehr, dafür findet ihr 3 Token, wenn ihr die Belohnungskiste in einem verlorenen Sektor öffnet. Trotz dieser Änderung dürfen verlorene Sektoren und öffentliche Events weiterhin die schnellste Möglichkeit sein, größere Mengen an Token zu bunkern. Ja, und das war der Überblick über den zweiten Gruppenkampf von mir. Was glaubt ihr, wer diesmal den Gruppenkampf gewinnen wird? Und wem schwört ihr die Treue? Schreibt doch einen Kommentar, wenn ihr mögt. Schönen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bye bye.